Hallo Leute. Erstmal ein dickes Sorry dafür, dass die letzten Tage so wenig kam, beziehungsweise ja, dass so gut wie gar nichts kam, aber meine Schwester zieht um und da musste ich halt ein bisschen helfen und dann, ja, nach der Arbeit, da hatte ich irgendwie keine Zeit mehr, da wirklich was hochzuladen oder zu rendern, deswegen, ja, ist ein bisschen dumm gelaufen, aber ich kann nichts versprechen, ab jetzt wird sich die Sache wieder ändern. Jetzt wird es wieder hier ein bisschen flüssiger laufen und ich habe mir da auch schon, ja, was Konkretes überlegt. Und zwar wird ab nächster Woche ein Upload-Plan in Kraft treten. Ja, und zwar habe ich mir das so überlegt, dass ich jetzt seit, ja, vier Projekte am Laufen haben möchte. Drei für unter der Woche und ein Wochenendprojekt. Und ich habe die Reihenfolge mal ein bisschen überlegt, ausgeknobelt, wie auch immer, und möchte jetzt erstmal diese drei Projekte machen: Okami, Project Zero und Resident Evil. Ja, die drei Projekte werden jetzt erstmal in nächster Zeit laufen. Und wie das im Endeffekt dann aussieht, seht ihr jetzt halt mal hier. Ihr habt ja schon Nummern: 1 Okami, 2 Project Zero, 3 Resident Evil. Und das wird immer in Reihe fortgesetzt. Das heißt, Montag Okami, dann Project Zero. Am Dienstag kommt Resident Evil und ja, wieder Okami. Am Mittwoch Project Zero und Resident Evil und so weiter. Am Freitag habe ich mir überlegt, ja, dass da halt ein Programmplatz offen bleibt. Da kommt ein bisschen Random Stuff, jetzt Shows oder sowas. Da lasse ich mir noch was einfallen. Aber jetzt will ich konkret zwei Parts pro Tag bringen. Halt immer in dieser Reihenfolge. Ja, das Wochenende wird weiterhin Odins 4 gehören. Ob neben Odins 4 noch ein weiteres Video kommen wird, das wird sich zeigen. Am Wochenende weiß ich nie wirklich, wie ich da Zeit habe. Weil da oft, ich sag mal, was Ungeplantes dazwischen kommen kann. Mal kommt jemand von der Familie vorbei oder Arbeitskollegen, Freunde. Naja, das kann man immer schlecht planen am Wochenende. Deswegen, ja, da müsst ihr euch überraschen lassen. Aber unter der Woche will ich jetzt konkret zwei Parts bringen. Und ja, vielleicht fragt ihr euch jetzt, was mit den übrigen Projekten ist, die jetzt da noch offen sind. Zum Beispiel, Dead Island. Da habe ich mal auch was überlegt und zwar: Project Zero wird von diesen jetzigen Projekten wohl als erstes zu Ende gehen. Ja, und nach Project Zero wird dann Dead Island kommen. Eine komplette Übernahme, also Project Zero sind vielleicht noch, ja, 10 Parts etwa. Und dann wird Dead Island durchstarten und bis zum Ende durchgezogen werden. Keine Pausen mehr, gar nichts mehr. Ja, das nächste Projekt, was dann enden wird, ist Resident Evil. Da bin ich ja derzeit noch im Durchgang mit Chris. Und danach möchte ich noch den Director's Cut mit Jill machen. Den, ja, ich sag mal Hard Mode, den fortgeschrittenen Modus. Und ihr seht schon, danach kommt Legend of Zelda Skyward Sword. Das Spiel kommt diesen Freitag raus und genau an dem Tag werde ich auch mit dem Aufnehmen anfangen. Ja, vielleicht bringe ich zuvor noch irgendwie ein kleines Preview oder was weiß ich. Aber richtig konkret laufen wird Zelda erst, wenn Resident Evil abgeschlossen ist. Ja. Wenn ihr euch jetzt fragt, ey, Castlevania ist doch auch noch offen. Ja, das wird diese Woche noch beendet, versprochen. Für heute habe ich mir übrigens, also heute Donnerstag, habe ich mir vorgenommen, ja, mal zwei Parts Project Zero rauszuhauen. Und morgen, ja, wahrscheinlich Resident Evil und Castlevania. Und ab nächster Woche dann dieser schöne Programmplan. Ja. Soweit, so gut. Dann sage ich mal Tschüss und Ciao. Bis zum nächsten Mal. Ich habe alles gesagt. Ja.
Wir hören uns im nächsten Let's Play.